So, heute mache ich mal wieder einen Vlog. Und zwar sind ein paar Sachen passiert. Wie man es vielleicht sieht, im letzten Video hatte ich nur eine kaputte Brille. Jetzt habe ich schon wieder eine ganze. Die habe ich am Donnerstag ausgesucht, am Freitag Gläser ausgesucht und am Samstag war sie fertig. Sehr cool. Hätte ich nicht erwartet. Und ist jetzt halt perfekt, weil die andere ist ja kaputt und sonst hätte ich müssen in die Woche halt mit der alten kaputten Brille gehen. Und jetzt ist es perfekt. Ja. Und dann heute hatte ich eine Vorlesung gehabt, angewandte Computerarchitektur und IPC. Und ich habe letzte Woche bin ich nicht an der ETH gewesen. Und dann habe ich im Selbststudium das Zeug am Abend angeschaut, vor allem einfach da bei IPC. Und dort bin ich jetzt eine weitergelesen, wie wir eigentlich sind in der Vorlesung. Und ich bin nicht ganz draus gekommen, aber jetzt, wenn er es erklärt, ist auch wieder besser geworden, ist eigentlich cool. Ja, dass ich anscheinend nicht so viel verpasst habe dort. Jetzt schaue ich noch bei den anderen Fächern. Angewandte Computerarchitektur. Haben wir jetzt parallele Prozesse angeschaut. Also, was für Mechanismen gibt es, dass man parallele Systeme kann, schneller machen und trotzdem dass alles richtig läuft und es keine Fehler gibt. Ja. Und ja, das war noch interessant gewesen. Vor allem ein paar Sachen ist irgendwie Fehlermanagement. Also bei so Computersystemen sagt man, es darf alle Millionen Jahre einen Fehler geben im Computer. Ein Fehler ist nicht irgendeine Fehlermeldung, blum. Das ist kein Fehler. Ein Fehler ist, man sagt etwas im Prozessor und er macht dann etwas anderes. Oder er macht, das Ergebnis ist falsch oder so. Das sollte eben nur einmal in einer Million Jahre passieren. Also, ein normaler Mensch erlebt das nie. Jetzt, warum ist das so hoch angesetzt? Millionen Jahre ist ziemlich krass. Und da ist eben gedacht, wenn man mehrere von denen hat, wenn man jetzt eine Million von diesen Prozessoren hat, dann passiert halt trotzdem durchschnittlich alle Jahre etwas. Und das ist nicht gewollt. Ja. Das Interessante dabei ist, er hat erzählt, wo man Atomkraftwerke gebaut hat, hat man gesagt, man leitet die aus auf 300 Jahre. Dass ein Fehler alle 300 Jahre so passiert. Ja. Und dann denkt man sich, ja, 300 Jahre, das ist ja gut. Also, bis dann ist ja die Technologie weiter und so. Aber das ist ein erwarteter Wert. Also man erwartet so, dass man alle 300 Jahre einen Fehler hat. Und zwar nicht einfach in der... Das ist so wahrscheinlichkeitsgerechnet. Also wenn man 300 Atomkraftwerke auf der Welt hat, die so ausgelegt sind, dann sind die... Dann hat wahrscheinlich alle Jahre einen Fehler. Also die ausländischen Atomkraftwerke sind in dem Fall besser gemacht als die Schweizer. Sonst hätten wir viel mehr Zwischenfälle. Ja, also das ist ziemlich etwas Kritisches. Die Rechnung hat man also hier schon kennt und die hat auch hier, hat man die einfach ignoriert. Ja, das war interessant gewesen. Auch immer da jetzt dem politisch heisst, was das für Auswirkungen sie haben. Und nach EPC dann am Mittag, haben wir noch einen Guest Talk von einem von der EPFL, also École Polytechnique Fédérale, irgend so etwas, Lausanne. Einfach die ETH Lausanne. Und der hat darüber geredet, über 3D-Avatar, wo die Kommunikation soll verändern soll. Also anstatt Skype mit Video, oder wie ich jetzt Video, wie eine Kamera aufnehmen, wie ein Gesicht sich verhält,
ist am Lachen, macht ein Runzeln, was auch immer. Und übertreibt dann nur da. Er sagt dann auch, er lacht gerade, runzelt so und so. Und auf der anderen Seite mit dem PC wird dann dein 3D-Modell wieder hergestellt, so ein bisschen wie im Animationsfilm. Und dort ist dann da reden eigentlich so ein 3D-Modell mit einem. Also man könnte mit Skype reden. Man hat auf dem Bildschirm hat man dann so ein 3D-Modell, das mit einem redet, vom anderen. Vorteil an dem wäre, es wäre höher aufgelöst. Also man hat nicht mehr so beschissene Bildqualität wie bei Skype. Und es braucht fast kein Internet. Also da könntest du locker den ganzen Tag mit dem Handy so telefonieren. Und da braucht eigentlich fast kein Internet. Also da wird das Abo nicht mega abdrucken. Das sind ja pro Bild, hat er gesagt, etwa 50 Zahlen. Die Zahl ist vielleicht 4 Byte. 200 Byte pro Bild. Mal sehen. 2 Kilobyte. Ja, vielleicht ein bisschen Internet brauchst du schon, aber man kann schon ein paar Stunden telefonieren. Das wäre so wie ein bisschen Videotelefonieren. Käme mit dem, ohne dass das Internet kaputt wäre. Also das mäßige Gigabyte, das man hat, verbraucht hat. Das ist cool. Und dann halt, wenn es irgendwann so 3D-Brille, Säume und solche Technik gibt, dass man dann könnte zusammen, dreidimensional, beieinander hocken, obwohl man gar nicht dort ist. Und man kann miteinander reden. Ja. Von dem Zeug hat er geredet. Ich habe einerseits gedacht, das ist eine gute Art, um günstige Games und Filme zu machen. Und für das wird es auch jetzt gerade gebraucht, solange es noch nicht weiter sind. Ja. Da wird auch alles das Zeug gelaufen. Sehr interessante Sachen. Ja. Mal schauen, was ich morgen für ein Video mache. Wie ihr seht, ich habe ein Bild am Schluss für den Videos eingefügt. Das heisst, abonnieren, liken, teilen. Und mit dem will ich einfach darauf aufmerksam machen, dass man das kann. Und ja, dass dann ja, ich freue mich auch, wenn es mehr Abonnenten haben. Ich habe jetzt 12 Abonnenten, ich habe über 1000 Klicks jetzt. Fast 2000 Minuten sind meine Videos angeschaut worden. Das ist ziemlich cool. Auch wenn das meiste aufs Konto von einem Video geht, aber ist trotzdem cool. Ja, eben wenn erwähnt, darf ich den Daumen hoch abonnieren. Auch immer. Ich würde mich freuen. Also bis morgen.